Naja. Vielleicht fangen wir einen Shiny Garbador. Das wäre so geil. Ich müsste mich mal informieren, wie die Shiny-Chancen hier stehen. Das wäre ganz amüsant zu wissen. Raspberry. Ich habe gestern wie Hope in Richtung Bahnhof geschlichen ist. Okay, wieso winkt die? Das muss dann langsam wehtun. Der Bahnhof ist hier drüben, aber nie. So, ja, wir müssen unser Pokémon heilen. Und Emily, wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Ich habe mir gerade ein richtig gutes geschnappt. Das war mein neues Ass im Ärmel. Mal sehen, du hast... Was? Du hast ja kein einziges Pokémon gefangen. Was? Hä? Bist du Horde? Ich habe 12, 13 oder so. Hä? Willst du mich jetzt verarschen oder was? Verschiedene sternförmige Strahlen, die stets treffen auf gegnerische Pokémon. Hier, nimm diese DM ein. Ja, alles klar. Und du kannst sie so oft einsetzen, wie du willst. Diese DM hier habe ich übrigens mal von Delian geschenkt bekommen. Sie enthält die Attacke Sternschau. So, jetzt sollten wir uns auf den Weg nach Engine City machen, wo die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge stattfindet. Wir fahren am besten direkt mit dem Zug hin. Los geht's! Okay. Beutel.
Moment, hier, ihr beiden. Hopes Mutter. Warum? Was machst du denn hier? Als du Memeon und von Devilion geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf die Reise gehen würdest. Professor Magnolia hat uns verraten, dass ihr von ihr aus den Zug nehmen wollt. Hier, das haben wir euch für eure lange Reise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Geiler Scheiß! Mit diesem Set ist es möglich, in der Naturzone sowie an anderen bestimmten Orten ein Zelt aufzuschlagen und dort zu kochen. Ja, Wahnsinn! Mit eurem Partner-Pokémon an eurer Seite gibt es nichts, wovor ihr Angst haben müsst. Danke, Mom! Freu dich schon mal auf den Tag, an dem ich der nächste Champ werde. Denn sind deine Kinder beide echte Champs? Stell dir das nur mal vor, das gibt's doch nicht. Glaub's noch nie, was du da sagst, Hope. Denn wenn du das sagst, Hope, dann kann ich euch nur noch eine gute Reise wünschen. Okay, dann mal los. Aber jetzt treffen wir bestimmt an jeder Ecke richtig starke Trainer und noch stärkere Pokémon. Ich hab das Gefühl, jetzt geht es erst so richtig los. Komm, brechen wir auf. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist schön. Die Naturzone ist total cool. Oh, ein Panda. Da streifen die verschiedenen Pokémon. Außerdem kann man dort auch campen und angeln und tolle, aufregende Dinge tun. Entschuldigen Sie, sind doch Bahnhofsvorstehender, oder? Wir wollen eigentlich nach Engine City. Warum halten wir jetzt an Naturzone Bahnhof? Tut mir leid, Junge. Ein Herde-Wolli blockiert gerade das Gleis. Hier ist also leider erstmal Endstation. Sehr geil. Verstehe. Glück im Unglück. Die Naturzone ist riesengroß, da kann man die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Du weißt, was das heißt, oder Emily? Genau, wenn man sich irgendwo das allerbeste Team der Welt zusammenstellen kann, dann hier. Ein Quiekel! Ach, ja, ist das schön. Soll ich deine Pokémon wirklich fit machen? Ja, bitte. Okay, dann nehme ich mal deine Pokémon. Ja, alles klar. Dankeschön. Schau mal. Kannst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Energy City. Ist noch ein ganz schönes Stück bis dahin. Wie viele Pokémon wir wohl da entdecken werden, bevor die Stadt erreichen. Hey, da ist ja Sinja. Meine Oma hat mir vorhin erzählt, die meine Meinung gegeigt. Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Nimm dir ein Beispiel an den beiden. Hat sie gesagt, volle Tatendrang gehen sie auf die Reise. Und was stellst du mit deinem Leben an? Ja, aber macht euch deshalb keinen Kopf. Das ist mein Problem. Das Pokémon, dem ihr im Wald begegnet seid,
geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich könnte versuchen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht mich Oma ja in einem anderen Licht, wenn ich etwas herausfinde. Als Erwachsener hat man es echt nicht leicht, wie es aussieht. Wie sagt man euch deshalb keinen Kopf? So komme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder zu angeln und zu campen. So, ich grase jetzt erstmal diese rohe leuchtenden Pokénester ab und kämpfe gegen ein paar Dynamix-Pokémon. In einem weiteren Kapitel der Legende von Hope beginnt. Ja, dann hört auf, mich voll zu quatschen. Ich hoffe, Hope weiß, worauf er sich da einlässt. Die Dynamix-Pokémon sind extrem stark. Um gegen Pokémon dieser Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst einen Pokémon dynamixieren. Vergiss das nicht. In der Naturzone findest du hier und da Stellen, an denen ein rotes Licht aus dem Boden dringt. Dort halten sich Dynamax-Pokémon auf, aber bevor du deine Nase in eines dieser Löcher steckst, solltest du dir absolut sicher sein, dass du auch wirklich bereit bist. So, und zum Abschluss bekommst du jetzt noch was Tolles von mir geschenkt. Alles klar. Pokémon Box. Du hast eine Pokémon Box. Du verstaust die Pokémon Box. Alles klar. Ermöglicht den Zugriff auf die Pokémon Box. Alles klar. Geile Sache. Das ist ein Pokémon Box. Damit kannst du Pokémon lagern und sie beim Bedarf wieder in dein Team aufnehmen. Praktisch, oder? Schnapp dir so viele Pokémon, wie du nur kannst und füll deinen Pokédex. Aber jetzt ab in die Naturzone mit dir, das Abenteuer ruft. Ich würde ja schon längst loslegen. Erinnern tut mich das ein bisschen an Zelda. Gerade. Vom Stil her, ne? Also. Ein Onix! Hallo Onix! What the hell? Alter! Aha. Alter, ey, willst du mich verarschen? Was ist denn das? Puh, und was nehme ich jetzt? Alter Verwalter. Alter, das ist ja... Ey. Warum habe ich... Hä?
Willst du mich verarschen oder was? Alter, ey. Gibt wenigstens ordentlich Erfahrung, ey. Ho! Ey, was war das? Level 26, Mann. So, was bin ich nicht vorbereitet? Und Winkul. Cool. Oh, ein Safcon. Okay, die sind nicht alle so stark. Das Onix war wohl eine Ausnahme. Wollte schon sagen, hey, Level 26. Das wäre ein bisschen hart, wenn du jetzt schon. Ich meine, gut. Du könntest exorbitant leveln, ne? Aber. Alter. 26. Ein Winkul. Könnt ihr die auch mal fangen, ne? Schade. Winkul. Geiler Scheiß. Ja, ich habe ein Winkul. Winkul, 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 Winkul. Ich habe wieder vergessen. Naja. Was bist du denn? Ein Skoppel. Okay.
gehst mir auf den Sack. Corpador. Ach doch, jetzt kannst du drehen. Jetzt kannst du drehen. Cool. Ah, ein Düsselgoo. Hallo, Düsselgoo. Check. Was? Im Ernst? Beim dritten? Nein, nicht anschauen. Okay, gar nicht so schlecht. So. So. Düsselgoo wurde gefangen. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Das ist gut. So. Pokéball, lo! So. Mit den Ohren schaufelt es Löcher. Es braucht nur eine Nacht, um ein 10 Meter tiefes Loch, tiefen Bau zu graben. So. Du. Ich würde ja gerne das Ding machen, aber wenn das wirklich so exorbitant stark ist. Ach, komm los. Pokémon-Nester. In der Naturzone findet man viele Pokémon-Nester, aus denen eine Lichtsäule in den Himmel aufsteigt. Wenn du ein Nest untersuchst, kannst du etwas alleine oder mit deinen drei anderen Trainern gegen das Dynamax-Pokémon, das sich darin verbirgt, antreten. Ach so, deswegen. Dann ja, jetzt Dino, jetzt wenn du ein Dynamax-Pokémon besiegst hast du die Möglichkeit, es zu fangen. Außerdem kannst du es sein, dass du seltene Items ergatterst, die du sonst nirgendwo findest.
Wilde Nimax-Pokémon sind unvorstellbar stark. Mitunter feuern sie mehrere Attacken im Folge ab oder greifen zu anderen ungewöhnlichen Maßnahmen. Wenn du gegen solche Pokémon bestehen willst, liegt der Schlüssel zum Erfolg in den Zusammenarbeit mit anderen drei Trainern. Wir machen es mal allein kurz. Dieser Kampf wirst du von anderen Trainern unterstützt. Der Max Angriff. Mal sehen, wie das wird mit dem Anfang hier. Übel, ey. Skobbel wurde gefangen. Aha, der NMX-Bonbon. Okay, cool. Triplette. Das macht Laune. Geiler Shit. Komm, eins machen wir noch, hä? Vorher hole ich mir noch was Safcon. Ja, toll. Ui, toll.
wäre fast. Safgun wurde gefangen. Buja. Safgun Eintrag im Pokédex. In diesem Zustand wartet es auf die Entwicklung. Es kann nur seinen Panzer erhalten, daher bewegt es sich nicht, um nicht angegriffen zu werden. So. Ab in die Box damit. So.